Wow, meine Nerdträume werden wahr. Dragon Ball geht wieder los nach 18 Jahren. Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Commentary bei mir auf dem Channel. Hinter mir seht ihr passend Dragon Ball Xenoverse. Das ist die Parallel Quest 54, eine recht knackige Quest, wenn man nicht High Level ist wie ich in dem Gameplay. Denn ich farme gerade diese Parallel Quest relativ häufig, denn ich will den hundertfachen Big Bang Kamehameha haben und der droppt nur da, wenn man mit einem Ultimate Finish macht und auch nur mit einer relativ geringen wie sagt man, Wahrscheinlichkeit. Also, ist eine coole Quest, ich dachte mir, das passt und dass ich damit auch meinen Background ein bisschen belebter machen möchte, kann. Denn in diesem Video geht es tatsächlich um Dragon Ball und vorab ein paar Informationen, weil viele werden jetzt denken, warum bringst du das nicht auf deinen Anime-Channel? Und dazu zwei Worte oder zwei Sätze oder vielleicht ein paar Sätze mehr. Ja, mein Anime-Channel, habe ich mir fest vorgenommen, dort was zu machen. Das Problem ist, mein Konzept ist immer noch nicht hundertprozentig und ich habe aktuell einfach nicht die Zeit, wieder mir die Animes anzuschauen oder zu lesen, die ich gerne lesen und anschauen würde, um dann da auch ein gutes Video drüber machen zu können. Das heißt, dieses Projekt Anime Channel wird erst einmal auf Eis gelegt, auf unbestimmte Zeit, denn ich möchte nicht ständig sagen, ja, ich mach was. Ich habe zwei Videos schon fertig, aber die sind noch nicht so, wie ich sie gerne haben würde, deswegen werde ich sie wahrscheinlich neu machen müssen. Aber da das hier irgendwie mit Dragon Ball Xenoverse und alles passt und ich einfach darüber reden wollte, mache ich jetzt ein Video einfach bei mir auf dem Channel. Freue mich, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Kommentar da, was ihr davon haltet und kommen wir zum eigentlichen Thema. Ihr wisst, ich bin ein riesen Dragon Ball Fan. Nicht nur wegen Dragon Ball Xenoverse, so grundsätzlich bin damit groß geworden und aufgewachsen und ich bin zwar ein bisschen älter, aber hey, was soll's. Im Herzen bleibt mir doch immer ein Kind. Aus dem Grund habe ich auch zwei Sachen gerade noch mal rausgepackt. Viele haben danach gefragt, letztes Jahr auf der Gamescom habe ich ja das hier gekauft. Das ist eine ziemlich geniale Son Goku Statue. Die steht aktuell neben meiner Scorpion Statue. Und das ist noch nicht alles, denn ich habe ja noch was, als Dragon Ball Fan natürlich. Ich habe ja eine PlayStation 4 gekauft und Dragon Ball Xenoverse habe ich jetzt auch für die PS4 und zwar aus einem Grund und Mikro herum und zwar wegen der Trunks-Statue, die es bei der Collector's Edition von Dragon Ball Xenoverse gab. Die beiden hängen jetzt da bei mir auf dem Regal, wo die anderen Statuen auch sind. Und ja, ich habe auch alle Dragon Ball Bücher, die von Carlsen Comics rausgebracht sind. So eine richtig schöne 43 Bänder, glaube ich, Bücher. Und ja, ich bin ein Fan. Deswegen haben mich diese Neuigkeiten so sehr gefreut. Zum einen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ganz kurze Zusammenfassung. Dragon Ball besteht ja eigentlich aus drei verschiedenen Serien. Einmal Dragon Ball, die Anfangsserie, die ein bisschen mehr, ja, so diesen Anime-Touch Richtung Kindlichen hat. Also war sehr lustig, aber es wurde mit der Zeit auch immer ein bisschen mehr für Erwachsene. Da sieht man, wie Son Goku auf der Erde ist und ein bisschen kleiner ist. Dann gab es den Cut. Denn Son Goku wurde erwachsen, mehr oder weniger, und es nannte sich Dragon Ball Z. Und Dragon Ball Z ist für mich eins der besten Anime-Serien, die es gibt, denn die Prämisse der Serie ist letztendlich, es geht um Son Goku, der immer wieder halt bestimmte Herausforderungen ja überwinden muss und mir gefällt das einfach sehr gut, die Kämpfe gefallen mir sehr gut, die Filler nicht und teilweise sind Kämpfe schon über mehrere Folgen, ich glaube die Freezer-Saga, also der Endkampf, der geht irgendwie über 20 Folgen, man kann es auch ein bisschen abkürzen, deswegen war Dragon Ball Kai, was ja nur die HD-Version von Dragon Ball Z ohne diese ganzen Filler war, auch relativ cool. Dann gab es noch Dragon Ball GT. Dragon Ball GT ist für Fans kein Dragon Ball, weil es wurde nicht von Akira Toriyama gemacht, der Erfinder von Dragon Ball, sondern von, ja, ich glaube, das künstlerische Team und er war dort künstlerisch, glaube ich, haben sie das genannt, begleitend, also oder beratend. Das heißt, es war nicht seine Serie und die ist bei Fans nie gut angekommen. Ich persönlich finde sie auch nicht besonders gut, aber die Fans lieben den Super Saiyan 4 Son Goku und Gogeta und Vegeta und die nehmen sie irgendwie an, aber alles andere von der Serie nicht. Ist aber auch egal. Denn es gab ja auch viele Filme und Akira Toriyama hat ja vor, ich glaube jetzt 3 Jahren ungefähr, den ersten Film wieder selber gemacht, wo er auch gesagt hat, dieser Film gehört zur Canon, heißt zu der Hauptstoryline von Dragon Ball. Das war Dragon Ball Z Battle of Gods und dieser Film war genial. Ich fand ihn richtig gut. Dort gibt es neue Bösewichte, ob man die Bösewichte nennen kann, bin ich mir gar nicht sicher. Es gibt eine neue Transformation, den Super Saiyan God, wo Son Goku ja zu einem Super Saiyan Gott wird. Und der Film war super und der ist so gut angekommen, dass sie einen neuen Film gemacht haben. Nennt sich Dragon Ball Resurrection of F. Das ist tatsächlich wieder mit in den Canon, heißt, gehört mit zur Storyline, spielt nach Dragon Ball Z Battle of Gods und dort taucht Freezer wieder auf. Ich will da nicht zu viel spoilern, ich habe den Film selber noch nicht gesehen. Der ist, glaube ich, letzte Woche erst in Asien gestartet und ich suche schon fleißig einen Stream, weil ich mir den unbedingt angucken möchte. Ob er zu uns nach Deutschland überhaupt rauskommt, steht, glaube ich, nicht fest, aber der wird irgendwann im Mai auf jeden Fall in Amerika rauskommen, in die Kinos für kurze Zeit. Den will ich mir auch angucken.
Aber weil diese zwei Filme so gut angekommen sind und so viele Leute sich die Filme angeschaut haben, haben Toei Animations, heißt das ja, das war ja die Producing-Firma hinter Dragon Ball, und Akira Toriyama jetzt bekannt gegeben, es wird eine neue Dragon Ball-Serie geben, die sich Dragon Ball Super nennt und die im Zeitraum nach dem Endkampf gegen Buu wohl stattfinden wird. Das heißt, es schließt nahtlos an den Filmen und an der Story, die halt an Dragon Ball Z beendet wurde, an. Und da habe ich mir gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal erlebe, weil zum einen die neuen Charaktere, die in den neuen Filmen vorgestellt wurden, die passten einfach super. Grundsätzlich haben mir die Filme sehr gut gefallen und es ist echt so, man sieht diese Filme und will noch mehr davon sehen. Und wenn jetzt eine neue Serie rauskommt, bin ich glücklich. Mit fast 31 werde ich wieder anfangen, Comics zu schauen, sobald die Serie tatsächlich startet. Genaue Angaben gibt es nicht, ich habe das gerade ein bisschen nebenbei auf. Muss ich mich auch ganz herzlich bei dem Vegan174 bedanken. Der hat es nämlich bei mir in einem Video drunter geschrieben, hast du es schon mitbekommen? Und ich habe gesagt, du, habe ich noch nichts von gehört. Hatte ich tatsächlich auch nicht und er hat mir den Artikel nochmal gepostet. Und im Juli 2015 soll es schon losgehen und im Fuji TV, den japanischen Fernsehsender, wird Dragon Ball Super wohl dann ausgestrahlt werden. Und ich freue mich darauf wie sonst was. Also das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und was mich noch mehr freut, heißt, wenn neuer Content da ist, heißt das, die Spiele, die rauskommen, nicht immer wieder das Gleiche wieder und wieder verwerten, sondern auch endlich mal ein bisschen was Neues bieten. Dragon Ball Xenoverse war ja oder ist ja in dem Bereich schon relativ cool, weil Dragon Ball Xenoverse ist auch ganz eng mit Akira Toriyama entwickelt worden. Heißt, die Story stammt mehr oder weniger aus seiner Feder und das, was uns jetzt erwartet, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, es kann nur episch werden und ich freue mich da so riesig drauf. Und ich habe auch schon meine 2-3 Seiten, wo ich die Serie sehr wahrscheinlich 2 Tage, nachdem sie veröffentlicht worden ist, auch direkt als Stream hier angucken werde. Und vielleicht fange ich spätestens dann an, auch auf meinem Anime-Channel regelmäßig Videos zu machen, weil dann habe ich auch etwas, worüber ich einfach so schnacken kann, weil die Serie, die Zeit werde ich mir nehmen, um sie anzugucken. Ich bin ein riesen Dragon Ball-Fan. Tja, meine Frage an euch. Wer von euch mag überhaupt Dragon Ball? Ich weiß, viele von euch sind ein bisschen jünger. Das heißt, sie haben diesen Hype oder diese, ja, ich sag mal, die Kernzeit von Dragon Ball gar nicht mehr mitbekommen, als die Serie so erfolgreich war. Denn es ist, wenn ich mich nicht irre, eine der weltweit erfolgreichsten Anime-Serien. Ich glaube, hinter Pokémon, was ja eigentlich auch so ein bisschen Trivia, nicht aus einer Anime-Serie stammt, sondern tatsächlich aus den Spielen, wenn ich mich nicht irre. Aus den Spielen ist die Anime-Serie entstanden. Ja, irgendwie gab es ja so einen Mega-Hype, der für mich zwar abgeklungen ist, aber ich bin ja auch nicht mehr die Zielgruppe davon. Mit Pokémon wurde ich nie wirklich warm, auch nicht mit Digimon. Yu-Gi-Oh! Fand ich den Manga gut, den Anime nicht so, der war mir ein bisschen zu oberflächlich. Aber egal, das geht jetzt zu weit. Aber meine Frage an euch, was haltet ihr von neuer Dragon Ball Serie? Habt ihr Battle of Gods gesehen? Wollt ihr euch Resurrection of F anschauen? Und spielt ihr aktuell Dragon Ball Xenoverse? Ich werde jetzt wieder von vorne anfangen, denn das, was ihr hinten im Hintergrund seht, ist ja von meinem Steam-Account und jetzt habe ich auch so auf der PlayStation 4. Heißt, während meine Videos jetzt am Rendern sind, wie zum Beispiel das hier, werde ich in mein Wohnzimmer gehen, meinen Fernseher anmachen und Dragon Ball Xenoverse auf der PS4 zocken. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und Meinungen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu dem Artikel, wo ich das gefunden habe und auch zu Dragon Ball Xenoverse bzw. zu GTA.com. Falls ihr es noch nicht habt, könnt ihr es euch irgendwie so mit einem kleinen Package mit allen DLCs relativ günstig kaufen. Auf dem PC funktioniert es einwandfrei. Ich empfehle aber jedem, einen Controller dafür zu haben. Also Leute, ich hoffe dann, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Freue mich auf eure Kommentare und Meinungen und sage schon mal ciao. Ich bin da mal raus.